ciao, meine Freunde, Schalke-Freunde, hier ist der Schalke wieder. Ja, ich kann's nicht fassen, wie unsere Führungsetage überhaupt funktioniert. Ich lese gerade wirklich in einem Artikel, aber jetzt auch auf Facebook und so alles, kam gerade von der Arbeit, ich kann es nicht fassen. Ohne zu sehen, sind wir ein Clown, ehrlich, wir kamen wie ein Karnevalsverein. Aber nee, Karnevalsverein, keine Nachricht, das sind ja die Kölner. Sorry, haben wir nur Clowns in der Führungsetage? Und ich verstehe auch den Trainer jetzt nicht. Der Trainer sagte, der Bentaleb spielt bei ihm auf jeden Fall keine Rolle mehr. Und jetzt lese ich, er soll wieder im Trainingsbetrieb teilnehmen und er soll angeblich auch wieder ins Kader kommen zum Spiel gegen Union Berlin wahrscheinlich. Jetzt mal, hat es bei denen? Jetzt mal ehrlich, jetzt mal. Wer soll die Vögel da oben mal ernst nehmen? Der nimmt doch keinen Spieler ernst. Ist doch klar, dass die Spieler machen, was die wollen. Die machen doch, was die wollen, die Spieler, weil die wissen, diese Führungsetage, mit denen kannst du alles machen. Die verzeihen dir ja sowieso. Ey, sorry, nee. Ich habe ja persönlich gegen Bentaleb gar nichts. Persönlich nichts gegen. Der hat mir ja nichts getan. Aber wenn du schon 4-5 Mal suspendiert worden bist, hat das einen Grund. So, und wenn der groß kommt und sagt, bei mir spielt der auch keine Rolle mehr, und dann lese ich, er soll wieder in Trainingsbetrieb einsteigen, plus er soll doch am Wochenende vielleicht ins Kader kommen. Sorry, unsere Führungsetage macht sich immer lächerlicher. Und dann fragen die sich, warum die Spieler den auf die Nase rumtatzen und warum es dann so eine Leistung auf dem Platz ist. Und dann fragt man sich, wenn wir am Ende der Saison absteigen, wem kann man die Schuld geben? Für mich zu 80% der Führungsetage und zu 20-30% den Spielern. Wenn du so eine Führungsetage hast, die nur Clowns rumlaufen, die sich mit sich alles machen lassen, was sie wollen, die Spieler können machen, tun, was die wollen, dann kannst du gefasst machen, auf dem Platz wird das nie eine Mannschaft sein, nie eine Einheit sein und da wird keiner wissen, was Schalke bedeutet für uns Fans. Wir werden verarscht von vorne bis hinten, sorry Schalke. Ich liebe meinen Verein, aber ihr, die da arbeiten, da oben, ihr macht unseren Verein lächerlich. Überall. Sorry, das geht gar nicht. Ich finde es nicht okay, dass der Bentaleb wieder für Schalke spielt. Ich finde es nicht okay. Ich bin dagegen. Aber ihr, was ihr da macht, ist nicht richtig. Und das ist ein falsches Signal. Das ist meine Meinung. Schreibt ihr in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Seid ihr froh, dass der Bentaleb da ist? Okay, ciao. Keine Ahnung.